Hallöchen zusammen zum nächsten Part Pokémon Flora Sky. Wir sind hier in Playpix City und kriegen einen Anruf. Hey there, Camero, it's me, Trent. I just took a shot at catching this Pidgey, but it took off. I came so close too. It spoiled my day. Alright, see you. Ja, schön. So, wir waren irgendwie hier angekommen. Wieder mal. Wir können ja jetzt dieses Teleporter-System da benutzen. Aber irgendwie wissen wir nicht so, wie es jetzt genau weitergeht, weil wir wissen, dass wir die irgendwie treffen müssen, irgendwie irgendwo. Frage ist halt, wo, ne? Weil, es war ja so, wir haben ja Team Magmas Basis in, wie hieß diese Stadt? Nicht Seabound City, nicht Slateport. Aber ich weiß es gar nicht. Gucken wir eben schnell nach. In dieser Stadt hier. Da. Sharpos Island, genau. Da sind wir halt angekommen und die meinten halt, ja, wir treffen uns hier in Platepic City. Aber irgendwie finden wir niemanden. Vielleicht mal mit den ganzen Typen allen hier reden. Hallo Tante. Hey. Many scientists work here. I often visit here to ask them about Pokémon. And they give me lots of new information. Aha, really interesting, really interesting. Du hilfst mir nicht weiter. I'm very happy because Team Magma left. Gut. I work for the center. What am I to do? Whatever. Mein Gott. Müssen wir doch irgendwie was sagen. Thank you for your help. Take this, please. Everstone. Das ist, glaube ich, damit sich die nicht entwickeln. Ja, ne? Bringt mir nicht viel jetzt. We study Pokémon extensively every day. People often bring us rare Pokémon for examinations. Oh, das ist schön für die Leute. Das bringt mir bloß nichts. Oh wow, that's a Pokénav. It came about as a result of our president's desire to learn about the feelings of Pokémon. Would you like me to describe its features in detail? No. I think you'll find out just by trying the Pokénav out. Ja, das glaube ich auch. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Vielleicht sagst du mir ja noch was. Hatte ich so die eine Vermutung, dass der mir was sagen könnte, aber naja. Hello, I study about Pokémon. I always have a quiz for the people who visit the center. Do you want to take it? Nö. Alright, come here anytime you want to take my quiz. Ihr helft mir gar nicht. We finally made new kinds of Pokéballs. The repeat ball makes it easier to catch Pokémon you've caught before. The timer ball gets better at catching Pokémon the longer a battle runs. Both are proudly developed by the center. Please give them a try. Ja, whatever, wenn ich mal gerade Zeit habe und so, ne? Team Magma ist in uproar over Summiture. That's you, right? Die hatte ich schon mal irgendwann gesprochen. Der ist immer noch hier. Der Arsch. Ja, das Sofa kann ich nicht klettern. Es gibt's doch nicht, die müssen mir doch irgendwie sagen. Oh, hey, da ist ja noch eine Treppe. Die habe ich letztes Mal nicht gesehen, meine ich. If only I was a little younger, I would have liked being an astronaut. No, that's too... it's not too late. I can and I will try. Natürlich, du wirst noch Astronaut. Gute Idee. Oh Gott, ey, das ist ja noch riesig. Jetzt würde ich mal gerne schneller laufen, bla und so. Aber es geht offensichtlich nicht. Oh, dear boy, nice to see you again. I will never forget you saved us our moment of peril. This path will lead you to the conference room. Ja, den suche ich. Conference room, das klingt gut. Morgen. Ha, Camero, come here. Ja, ist alles gut, Leute, ist alles gut. As you have seen, Team Magma have a big plan to wake Groudon. Paul has kept a close watch on the Magma building for a long time. However, this is no longer important anymore. They have been in the polar forest. About Groudon, it happened long, long ago. The world was wrecked by a ferocious clash between the Pokémon of the land and the Pokémon of the sea. Oh no, time to talk anymore. You should go there now. I feel something went something wrong there. Wally and Sky has gone before. I will now also go to the forest entrance. I'll see you there, Camero. Oh mein Gott! Sie geht weg. Irgendwann müssen wir die auch nochmal, ne, klatschen. So, und was sagst du noch?
I'm so happy to meet you again, Camiro. I need to go back to my lab to take some materials. You should also gister me. Oh mein Gott, den haben wir jetzt auch im Pokénarf. Good luck with the hard task. I and everyone will help you. See you later, Camiro. Before you leave, I have a gift for you. Please come here. Ja. Na toll. Es wird Zeit. Den Masterball. Nice, den Meisterball. Wie auch immer. Careful, young man. I believe you can stop them. Since you, my youth, I've immersed myself in work. Consequently, I am not familiar with trends and that sort of things. But do young people all want to be trainers in the Pokémon League? Ja, ne, gute Frage. Da fallen mir gerade, also mir sind gerade zwei Fragen eingefallen. Die erste habe ich allerdings leider schon irgendwie so ein bisschen verdrängt wieder. Und die erste gerade auch. Scheiße. Jetzt muss mir die nur eben schnell einfallen. Genau, die eine war auf jeden Fall, was zur Hölle sollte am Anfang dieser Kampf zwischen, was war das, zwischen, Dialga und Giratina? Was zur Hölle? Was hatte der, So, I've been trying to develop a device that resurrects Pokémon from fossils, and it's working! Ja, zu dir müssen wir ein Fossil bringen, wenn wir eins kriegen, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo ich eins herkriege. Frage ist ja auch, ja, wie wird sich das Ganze entwickeln? Ich meine, jetzt sind wir gerade ziemlich auf dieser Groudon-Schiene und wahrscheinlich dann als nächstes Kyogre. Was passiert als nächstes? Ne? Naja, jetzt werden wir sehen. Was mir aber sehr gut gefällt, auf jeden Fall, die haben hier in diesem Spiel schon, ich finde, irgendwie ein bisschen mehr Story eingebaut als in den anderen Teilen. Also vielleicht kam es mir die letzten Male nicht vor, weil ich habe schon etwas länger ein Spiel nicht. Wobei. Doch klar. Bei Pokémon, bei Pokémon Rubin, das spiele ich im Moment ein bisschen immer auf dem Handy. Da ist die Story nicht so weit ausgebreitet, sage ich mal, ne? Naja, da hier will ich ja nicht hin. Pokénarf. Frage ist ja jetzt, wo ist dieser Forest, ne? Palfia City, Seaborn City. Frage ist, wo ist der? Q Area, R Area, L Area und A Area. Die suche ich ja nicht. Silvertown, Aquatown, Fester Zone, Honey Village, Golden City, Frostertown und Ancient Ruins. Ich würde sagen, wir wollen in diesem Part nochmal versuchen, es nach Sirenstown oder wie hieß die Stadt? Zu kommen. Nebenbei können wir auch einmal zum nach Mystic Town in den Laden fahren. Weil, warte mal, Moment mal. Klar, wir haben hier auch noch dieses eine Haus, stimmt. Interessiert mich alles gerade ziemlich. Ich glaube, ich fahre erst zu diesem einen Haus, weil da hat uns noch der Zerschneider gefehlt. Dann komme ich ja hier lang auch zum Dings. Ja, komm. Nach Sirens Town oder was das war. Ihr wisst Bescheid. So, hier war nur der eine Typ da, der seinen Trank oder was haben wollte. Und hier kam man nur mit irgendwas ganz geheimem Zeug hin. Das weiß ich noch. Irgendwie war da sowas. So, one. Nice. Ich muss immer noch mir irgendeinen Ersatz für Twubbish oder sowas überlegen, weil ich bin eigentlich nicht sehr glücklich mit Twubbish. Bin ich ehrlich nicht. Hier war nichts, meine ich. Naja. Wird sich was finden, hoffentlich mal. Ja, komm. Ach, ich bin auf dem falschen Fahrrad. Doof. Doof, doof, doof. Das muss ich natürlich haben, das andere. Mit dem hier komme ich da ja nicht rüber. So, also einmal zurück in die andere Richtung. Doch hier lang, oder? Ah, hey, Camiro, Cameron hier. I had a match earlier. I managed to win, but it was close. My Drowsy put on one inspired showing. Ah, nice. Ist schön für dich. Gut, wollen wir uns eben kurz das andere Fahrrad wiederholen. Das ist ein bisschen nervig, da muss man jedes Mal hier zurückfahren, nur um sein Fahrrad zu holen. Und wenn ich das nächste dann haben will, dann muss ich wieder nach Sharpos und das ist... Nee. So, yes, here you go. Muss ich mal gerade darauf achten, das Dings war, glaube ich, gerade rot. Welche Farbe hat das Fahrrad, das ich jetzt hier habe? Use. Register. Schauen wir mal nach.
Ist auch rot, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall dieser Lenker, der ist auf jeden Fall da rot. Na, komm, lass mich durch. Ich will hier durch, Mensch. So. Na, so. Very nice, very nice. Finde ich ein bisschen nervig, jedes Mal da hin und her reisen zu müssen, nur weil man ein anderes Fahrrad benutzen will gerade. Das, nee. Das muss ich echt sagen, das finde ich nicht toll. Na, komm. So, da konnte ich aber auch hier direkt runterfahren. Und das hasse ich an diesem Machbike. Das ist so, es ist sau schnell. Das ist an sich ja gut, ne? Ich meine, es ist schnell, schön und gut. Aber du kannst es kaum lenken in engen Gebieten, sage ich mal. So, cut. So, was ist das hier denn? Irgend so eine Geisterhöhle? Yellow Shard? Na, Yellow Shard Key Items? Was machst du? Shard from an Ancient Item. Das Ding habe ich jetzt auf jeden Fall, aber was mir das genau bringt, so genau keine Ahnung. Gerade. Yes, of course. Das zerschneiden war. Kein Ding. So, gehen wir wieder. Ja. Gut, in die Richtung brauchen wir es nicht mehr großartig zu versuchen. Na, komm hoch. Hüpp. Lass mich durch. Hier und da. Gut, dann will ich einmal kurz versuchen, über die andere Seite nach Suinstown zu kommen. Ich meine, da brauchte man Zerschneider und deswegen kam ich da nicht durch. Na, geh mir doch einen Weg. Vielen Dank auch. Ehrlich. Ja. Und steuern sollte man lernen. Das olle Fahrrad. Jetzt habe ich hier durch den Bug Forest. Oh nein. Nee, B-Bug Forest. Tut mir ja leid. Den mag ich so gar nicht. Der ist so und so und so nee und so doof und keine Ahnung, irgendwie greift mich nichts mehr an. Und da könnte ich mir auch immer kurz das angucken. Oh Gott, ich glaube dieser Part, der wird wieder lang. Oh Gott. Weil andererseits, sollte ich das doch ein bisschen aufteilen, das was ich noch vorhab, aber naja, egal. Booms. Sneeble ist toll. There's a sweet scent in the air. Ja, das ist schön für den Geruch, ne? Das auch nichts, okay. Gut, dann wollen wir uns mal weiter bewegen. Na, hier runter. Nice. Und ich will immer noch wissen, was mit diesem Celebi ist. Ich mag Celebi. Und ich will ein Celebi haben. Ich meine, ich hatte das ja nie großartig und... Ah, Mann, ärgerlich. Ist ja immer so eine Sache mit den Dingern. War ja bei Mew und bei Celebi und ich glaube bei Deoxys bei der dritten Generation, dann kam an bestimmte Pokémon ja gar nicht so einfach ran. Gab es entweder für Mew, gab es dann einen bestimmten Bewegungsablauf, den du genau befolgen musstest, dann hast du Mew bekommen. Das fand ich ein bisschen umständlich zum Beispiel. Oh mein Gott, da ist ein Trainer, den machen wir jetzt eben kalt. If you're not on your guard, if you're not on your guard, you're in for some pain. Aha. Okay, Ninja Boy Takashi. Blutzug war es, ne? Blutzug. Level 32, ey Leute. Ernsthaft. Ja, gut, wollen wir mal unser Boldor ausprobieren. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht drin, richtig benutzt und alles. Confusion. Das war nicht nett. Rock Blast. Ah, nö. Du bist gemein. Ich mag das nicht. Das ist nicht cool. Hurt itself. Na, geil. Es reicht, Junge. Lass mich mal angreifen, ja? Lass mich mal bitte angreifen, ja? Danke. Nice. Nice. So. Na, aber ein bisschen wenig EXP irgendwie. So, Venomoth, das... Oh, wie hieß du auf Deutsch? Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
War ganz cool, aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Ah, danke. Oh, was hätte ich denn noch im Angebot? Sind wir mal eiskalt und setzen unser Durant ein. Und mein... Oh mein Gott, die Musik wird wieder lauter. Uhuhu. Attack Mist. Ach ja, scheiße. Das wollte ich eh nicht. Egal. Käfer gegen Käfer. Sehr intelligent. Sehr, sehr intelligent. Stunspore? Ja, okay. Und das Ding ist overlevelt wie nichts. Immer noch. Das heißt immer noch. Die ganze Zeit. So, you're surprisingly good. I know. So, einmal kurz noch hier diesen Mondstein. Ein Mondstein, wofür könnte ich den verwenden? Was braucht ein Mondstein? Was habe ich, was ein Mondstein braucht? Keine Ahnung. So, da sind wir hier in Smalltown. Da wollen wir einmal kurz nach Hause. Hui. Einmal heilen. Ups. Ach, ich habe ein Amulet Coin. Was bringt das? Don't push yourself too hard. You can always come home. Go for it, honey. Ja, ich möchte heilen. Vielen Dank. Gut, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Im nächsten will ich dann mal versuchen, nach Suen's Town war es, glaube ich. Ich gucke jetzt einmal noch kurz nach, weil sonst habe ich den ganzen Part was Falsches gesagt. In diese Stadt will ich. Ja, doch, Suen's Town. Da will ich hin. Erst nach Mystic Town ein bisschen Zeug kaufen. Von Pure City komme ich eh nicht weiter. Von hier komme ich auch nicht weiter. Da könnte ich in der Arena gucken einmal. Und Happiest Town, ja, da kann ich... Ja, da gibt es aber wahrscheinlich nichts Neues. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, es reicht erstmal für diesen Part. Wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon Flora Sky. Bis dahin, tschüss.